Ein ganz charakteristisches Element kann ja auch dieser Abschwung und gleich den, auf den Scheinwerfer zugehen. Ja, die Form und Anbindung der Scheinwerfer haben wir eine sehr gute Lösung jetzt gefunden für die Lichtsignatur selber. Wie ist jetzt der Fugenverlauf? Am liebsten würde ich ja so ein ganz großes Bauteil machen. Weil da kann man nochmal schön sehen. Aber vielleicht auch an einer Wand, auch an einem Tisch oder gleich einfach. Noch leicht von unten hoch. Diese typische, klare. Ist jetzt hier dran, dass wir eben halt unsere Batteriegröße, die wir uns eigentlich vorgegeben haben, für die entsprechende Kapazität. Ja, okay. So, ja. Wir haben die gesamte Elektronik, dieses Zellmodul haben wir nach hinten gepackt und die Elektronik dann hier eingepackt. Mhm. So, und so können wir das Gehäuse entsprechend kürzen und gehen mit dem vorhandenen Bauraum effizienter um und auch gewichtsmäßig und kostenmäßig sparen wir. Was sitzmäßig am besten passt. Also ich finde das auch hier ganz spannend, ne? So mit diesem. Das fängt an zu funktionieren. Damit ansteigen. Und jetzt hier zu dem, was vorher zu der Bahn war. Finden sollten wir hier. Silberes, wohnliches, nochmal eine neutrale. Okay, also das und das ist dann immer das Gleiche. Ja. Thank you.
hätten dann Anweisungen. Hier deutet sich ab, dass ich es nicht schaffe, das heißt, ich auch nicht. Das ist noch Model. That's the end of today's feature on The Frame. Subscribe to the channel to catch us on the next video.